So, hallo zusammen. Hier ist die Donna und die Uta. Und wir laufen jetzt heute mal wieder von hinten her ins Haus. Ausnahmsweise, weil Donna heute mit dem Schnaufen nicht so gut drauf ist. Und dann machen wir so in Etappen. Man muss ja nicht den ganzen Berg auf einmal laufen, sondern hat zwischendrin wieder ebene Strecken. Muss es so schnaufen. Außerdem wollte ich euch hier die Blümchen zeigen, die jetzt aufgegangen sind. Ich weiß gar nicht, sind das Astern? Herbstastern, oder? Und die Bienen, die freuen sich. Die summen da wie wild. Wunderschön. Donna, genau, mach du erstmal dein Geschäftle. Oder tu ein bisschen schnüffle. Alles volle Bienen. Schön. Und so geht es dann nach oben. Also die war das letzte Mal, als ich euch den Garten gezeigt habe, waren die noch gar nicht draußen. Donna? Hey, was? Pui! Pui! Donna! Pui, was frisst denn du da? So, jetzt habe ich Donna gerade gerettet. Jetzt wäre sie den Berg runter gekugelt. Jetzt hat sie sich nochmal abgelegt. So, und von der Seite auch nochmal das schöne Blumenbeet, das unter unserem Fenster ist. Also das ist ihnen wirklich gelungen. Das ist so der Aufgang zur Schlosskirche, der gefällt mir nicht. Aber das Beet, das gefällt mir jetzt wirklich. Genau, und da oben, da im Giebel, das ist unser einziges Fenster, das wir haben. Also das Doppelfenster. Und natürlich Südseite. Und jetzt habe ich hier mein Mäuschen. Und die kriegt jetzt was von mir. Also nur wieder umgreifen. Ich habe andere Leckerlis dabei, Donna. Ich habe im Auto gehabt. So, also wir versuchen jetzt noch voll ins Heim zu kommen. Macht's gut. So, jetzt sind wir hier der Aufgang zur Schlosskirche und Donna schnauft arg. Pumpt auch arg. Jetzt müssen wir gucken, dass wir heimkommen. Ich bin auch nass geschwitzt. Aber irgendwann müssen wir halt auch was einkaufen gehen, dass wir was zu essen haben. Das heißt, Donna hätte was, die kriegt ja ihr Futter geliefert von Wettkonzept. Komm, ich nehme dich mit, Mäuschen. Aber mein Kühlschrank war leer. So, ich mache aus, damit ich beide Hände für Donna habe. Also, tschüss dann. So, jetzt haben wir uns an unseres Plätzchen geflüchtet. Flugzeug. Donna ruht sich aus. Ich sitze wieder bei der Glocke. Ja, die ist hinter mir. Aber tu mal lieber auf Donna stellen, die ist hübscher. Ach ja, ja. Genau, ich war jetzt gerade einkaufen bzw. den Einkauf abholen. Bei Rewe gibt es ja die Möglichkeit, dass man so einen Abholservice macht. Dann habe ich alles online bestellt. Muss dann nur rein und die Kiste holen und zahlen und wieder gehen. Es war dann ganz günstig heute. Aber man muss halt dann trotzdem, ich habe schon alles hier ausgeladen, aber ich darf mein Auto ja hier oben nicht stehen lassen. Und habe dann überlegt, soll ich Donna gleich ausladen? Und dann dachte ich, ach, sie muss sowieso laufen. Dann nehme ich sie mit. Aber es war jetzt doch schwieriger als gedacht. So, die Donna ist jetzt aufgestanden und zu mir gekommen, um sich Leckerli abzuholen.
Das heißt, sie ist wieder soweit in der Lage, dass wir jetzt die Treppen in Angriff nehmen können. Gell, Maus? Du? Also, du bist halt doch eine Kämpferin. Dann gehen wir jetzt die Treppen hoch und dann darfst du in dein Bett.